Vielen herzlichen Dank in die Runde, dass ihr alle dabei seid, um diese für uns sehr wichtigen Themen von Narrativen des Wandels nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu erfahren, zu entdecken und nach Ausdrucksstärke zu ringen. Ich danke nochmal herzlich dem Team, dieses Symposium mit mir und in eigener Verantwortung organisiert hat und hier stellvertretend vor allen Dingen dir, Valentin, für die wunderbare Arbeit in konzeptionellen und operativen, denn Elsa, dir und Veronika für die Moderation und all die vielen, die mitgeholfen haben und die auch später in den Workshops, Vorträgen und so weiter dabei sein. Und hier vor allen Dingen auch einen herzlichen Dank an alle Studierenden, die Workshops gestalten, sowie diejenigen, die darüber hinausgehen. Ich möchte heute, teile gerade mal den Bildschirm, dass sich das schon aufbaut, einen wichtigen Bereich dieses Mottos der Hochschule Wirtschaft ist undenkbar, hier mit euch angehen und besprechen. Und das bezieht sich eben auf diese Fragen der Narrative, des Wandels und der Gestaltung. Ich baue das gerade einmal auf. Ich habe für diesen Vortrag, ihr habt das gerade schon von Elsa gehört, Moment, ich muss einmal noch eine technische Voraussetzung schaffen. So. Ihr habt den merkwürdig lautenden Titel von Elsa gerade schon gehört. Die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Und genau diese Frage, was es mit einer solchen Form der Imagination auf sich hat, welche anderen Alternativen es gibt und was das alles mit Narrativen zu tun hat, das möchte ich jetzt in ungefähr 30 bis 40 Minuten umreißen. Warum haben wir dieses Thema Narrative des Wandels gewählt? Was sind überhaupt Narrative? Da ich hier den einführenden Vortrag habe, würde ich das gerne gleich sozusagen miterledigen und definieren. Die allgemeine Definition lautet, dass Narrative sinnstiftende Erzählungen sind, die also sowohl Denken als auch das Handeln anleiten und die eine sogenannte Filterfunktion haben, sind also grundlegende Einstellungen zur Welt, die wir in Erzählungen meistens teilen, aber auch in Bildern, ich werde das gleich zeigen, und die bestimmen, wie sozusagen Welt grundlegend wahrgenommen werden, die also teilweise sogar vor den sogenannten faktischen Wahrnehmungen sozusagen liegen. Sie haben eine Filterung, was ist überhaupt für uns wichtig, welchen Teil von der Welt nehmen wir wahr und in der Folge, was wollen wir gestalten. Diese Narrative, das ist wichtig, transportieren jetzt nicht einfach nur Fakten und Informationen, zum Beispiel Zahlen, wenn gleich das Beispiel der CO2-Reduktionen sehen, ja, und das sind aber dahinter liegen, wenn es in Erzählung eingebunden werden, eben Werte und Emotionen, Weltanschauung, politische Anschauung, aber auch Werte und Emotionen, die ganz tief zum Beispiel ins Familiäre und in die Frage des eigenen Sinns gehen. Und Narrative in diesem Sinne sind nicht einfach nur individuell, wir erzählen uns nicht selber einfach nur Narrative, sondern sie sind immer sozial transportiert, sie leisten also eine gesellschaftliche Orientierung. Das heißt, in dieser Art von Wissenschaft, die sich in den letzten Jahren ungefähr seit 2000 zunehmend herausgebildet hat, spielen Narrative eine interpretierende und dann auch gestaltende Rolle der Gesellschaft. Es wird also nicht angenommen, dass wir einfach erst eine Gesellschaft hätten und dann Erzählung darüber, sondern Gesellschaft selber ist aus sogenannten kognitiven und imaginären Institutionen formiert und diese werden in Erzählung transportiert und weitergegeben. Ja, also es geht hier nicht sozusagen um irgendeinen blumigen Strauß um einen gesellschaftlichen Kern herum, sondern es geht hier um den Kern des Selbstverständnisses und wie er in einer Gesellschaft transportiert wird. Und warum wir dieser Veranstaltung den Titel gegeben haben, dieses Symposium Narrative des Wandels, ist, um jetzt eben zu erforschen, wie werden diese sinnstiftenden Erzählungen in der Gesellschaft und in unserer Gesellschaft angelegt, wie lassen sich Alternativen schaffen und vor allen Dingen, welche Ausdrucksweisen wollen wir jeweils selber für uns generieren? Was sind diejenigen, und dafür wollen wir Hinweise geben und Übungen machen, was sind eben auch die Narrative, die für euch die richtigen Sinnstiftungen transportieren, die eure Werte und Emotionen ausdrücken können und die ihr auch verwenden wollt für gesellschaftliche Orientierung.
Es geht uns also nicht darum, in diesem Symposium das wahre, einzige oder richtige Narrativ zu finden, sondern vielmehr einen Diskursraum zu schaffen, um überhaupt zu verstehen, was sind Narrative, wie können sie gestaltet werden und was sind die Ausdrucksformen, die dem eigenen Anliegen gerecht werden. Und so werde ich nachher auch Beispiele durchgehen. Es sind für mich Beispiele, die stellvertretend für bestimmte sinnstiftende Erzählungen stehen. Sie haben für mich keine Wertigkeit im Sinne von richtig oder falsch, angemessen oder nicht, sondern ich möchte nur deutlich machen, was an Narrativen transportiert wird. Narrative ist nicht alles, ja, sondern auch das, was ich zeige, sind Erzählungen, in dem Fall meistens aus YouTube genommen, die ergeben werden. Und die Narrative sind die grundlegenden Muster, gesellschaftliche Orientierung, Sinnstiftung etc., die darunter liegen. Ich werde darauf gleich noch eingehen. Hier kurz als Ausgangspunkt, auf was ich mich beziehe, sind Imaginationstheorien, wie zum Beispiel von Cornelius Castoriadis. In vielen Modulen haben wir immer schon wieder darüber gesprochen, aber für die, die nicht in diesen speziellen Modulen dabei waren, ja, ist immer, was auch in der Gesellschaft geschieht, was also aktiv gehandelt wird, muss erstmal etwas bedeuten oder es muss eben auch als bedeutungslos deklariert werden. Das heißt, sinnstiftende Erzählungen, Narrative schaffen Bedeutung und sie blenden auch etwas aus und bringen es in die Bedeutungslosigkeit, was dann eben auch zu einem gesellschaftlichen Handeln bzw. Nichthandeln führt. Die Idee dahinter ist also methodisch, ich gehe darauf jetzt nicht so viel ein, es ist ein Sein ist Bedeutung. Ja, das heißt, Sein ist immer etwas, was wir mit unserer Imaginationskraft mit Bedeutung auflegen. Diese Bedeutung, darüber können wir sprechen, wir können sie identifizieren. Ich werde gleich Beispiele nennen. Sie sind als solche aber nicht bestimmt. Sie können also auch immer wieder auf andere Weise verbunden werden. Sie können auf andere Weise wieder neu geschaffen werden. Das heißt, die Idee ist, wie Castoriadis das sagt, wenn man von einer narrativen Gesellschaft spricht, dass wir einen Bedeutungsboden haben, dieser aber eher flüssig, er nennt es magmatisch, ist sich also in konstanter Bewegung. Ja, und Narrative des Wandels sind eben selber auch Teil des Wandels, sie selber können gewandelt werden und damit neue Bedeutung schaffen und ein neues gesellschaftliches Sein hervorrufen. Ich möchte nicht heute mit euch auf diese Frage der Bedeutungstheorien und der narrativen Theorien im Allgemeinen, sondern ich möchte euch eher an Beispielen zeigen, welche Narrative des Wandels es in unserer Gesellschaft gibt und werde mich darauf auf ein Kommunikationsmodell von Simon Sinek beziehen, der drei verschiedenen Ebenen von Kommunikation in seinem Fall, ich habe sie auf Narrative übertragen, sagen, es sind eigentlich drei Ebenen, auf denen wir sprechen können. Die äußerste und meist verfügbarste Ebene ist die rationale Ebene, die greifbare Ebene, fragen, um was geht es eigentlich, was sind die Produkte, was sind Ergebnisse und Ähnliches, natürlich in einer Marktwirtschaft Produkte, Dienstleistungen und Ähnliches, die sich eben abbilden und auch materialisieren. Und dahinter und schon oft geschützt und gar nicht so deutlich liegt immer eine, wie machen wir das eigentlich, wie arbeiten wir daran und noch tiefer sozusagen der Kern, der sehr stark geschützt ist und wir werden sehen, oft gar nicht angesprochen wird, ist der Frage, warum. Warum machen wir etwas? Warum wollen wir überhaupt wandeln? Warum wollen wir Gesellschaft gestalten? Die Theorie, die diesem goldenen Zirkel zugrunde liegt, ist, sagt, dass eine wirkungsvolle, gestaltende Narration von innen nach außen geht, dass sie also das Warum mittransportieren, und dass sehr ineffektive bzw. protektive Erzählungen, die das eigentliche Warum verschleiern wollen, sozusagen immer entweder im Außen bleiben oder von außen nach innen wirken. Das heißt, also hier ist die Theorie zu sagen, wie können wir dem eigentlichen Grund, warum, ja, dort Leute mitnehmen, Menschen erreichen und einen gemeinschaftlichen, imaginären Kern schaffen, der, wie gesagt, jenseits oder als Grundlage auch des Materiellen, was einer Gesellschaft dient. Mehr will ich dazu gar nicht sagen als Theorie, sondern möchte jetzt an einigen Beispielen zeigen, wie im Moment Narrative des Wandels aufgebaut sind und dabei immer wieder auf diese Ebenen zu sprechen kommen. Ziel ist, dass wir die Narrative, dominierende Narrative,
an Beispielen besser verstehen und unmittelbar greifbar machen und gleichzeitig daran auch diese Frage dieser drei Gliederungen der des goldenen Zirkels verstehen. Damit gehe ich gleich in das erste Beispiel. Es ist das Beispiel Volkswagen mit der Kampagne Way to Zero. Sie läuft seit letztem Jahr und ich habe euch hier mal den Link angegeben. Ansonsten einfach googeln Volkswagen Way to Zero. Was ist die Erzählung? Der Film dauert, man sieht es hier, unter einer Minute. Es wird eine Straße durch einen heilen Wald gezeigt und dann die Frage, warum jetzt gerade, warum sind wir jetzt gerade angesprochen, warum sollten wir sozusagen jetzt irgendetwas ändern, ist es der Subkontext und dann wird diese Innenperspektive des Autos gezeigt und sagen, in dem Überschlag zwischen dem zweiten und dem dritten Bild und sagen, weil es ein Volkswagen ist. Es wird also unmittelbar ein Produkt in den Raum gestellt und dann gesagt, warum jetzt? Weil es so leicht zu bedienen ist wie ein Smartphone. Und das letzte Bild, was ich als Snapshot reingenommen habe, ist das dieser Frau und weil wir endlich wieder beschleunigen dürfen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Was ist hier das grundlegende Narrativ, was dieser Geschichte hinterlegt wird? Warum sollen wir etwas wandeln? Es gibt nichts, was schlecht ist. Es gibt die heile Natur, es wird kein einzelner brennender Wald oder wie jetzt gerade bei mir zu Hause eine ganz überschwemmte Landschaft gezeigt. Es ist alles gut. Die Frage, warum zu wandeln? Ja, weil ich kein schlechtes Gewissen haben will, weil alles einfach sein soll. Das heißt, hier wird ein Produkt, ein Was wird geändert, Verbrennung auf, ein Elektrofahrzeug. Aber das eigentliche Warum, das einzige Wie das gemacht wird, sagen, es soll alles beim Alten bleiben. Es soll sich für mich nichts ändern. Es soll das Auto als Statusobjekt bleiben. Es soll leicht bedienbar sein. Und es soll mich sozusagen, die ganze Krise der Gesellschaft formiert sich nur in dem einen Spruch, schlechtes Gewissen nicht mehr haben müssen. Ja? Das heißt, auch Volkswagen verbirgt sein eigentliches Warum. Ich vermute, warum machen sie das Ganze? Weil sie weiter Autos verkaufen wollen. Es ist keine Ansprache an die Produktion, an das Eigentliche, sondern es wird hier, der Wandel heißt, einfach nur Produkte auszutauschen. Das Warum der Produktion, kapitalistische Logik geht weiter und das Versprechen ist eigentlich auch sein Leben so weiter zu leben zu können und gleichzeitig bei den coolen Pionieren zu sein, die als erstes in dem Panzer des Was sozusagen gerade fähig sind, ein Produkt auszutauschen. Ja, also ein Wandel, der nicht erklärt, was das Problem ist, allenfalls in emotionalen Bereichen des schlechten Gewissens und weder das Warum noch das Wie in irgendeiner adäquaten Weise thematisiert. Ähnlich, aber schon ein bisschen anders, Toyota Beyond Zero ist übrigens natürlich eine Spitze gegen Volkswagen gewesen, Way to Zero und dann Toyota reingesetzt Beyond Zero. Hier die Innenperspektive des Autos meistens eingenommen, diesen Durchbruch durch die Null, ja, also die Frage, dass das CO2 wird hier zu einem technologischen Innovation sozusagen aufgeblasen. Es wird versinnbildlicht als das Ziel, was wir erreichen können. Ja, und auch der Mann, der dann später Beyond Zero ist, sozusagen diese Null aufgeladen zu einem Wasserstoff. Und gleichzeitig aber, man sieht es rechts, der Lebensstil bleibt. Es wird wieder keine problematische Welt gezeigt. Es wird eine Produktion, also das Wie, es ändert sich einfach nur etwas, wie Toyota Autos baut, wie technologische Innovation. Warum sie das tun, bleibt weiter verdeckt. Warum der Mensch handeln soll, es ist ja eigentlich alles gut, wird weiter vollkommen verdeckt. Ja, und diese Arten von Narrativen sehe ich in der sogenannten Green Economy meines Erachtens, dass ich jetzt sehr häufig, ja, dass Problematiken nicht wirklich angesprochen und wenn dann nur emotionalisiert werden, dass Statussymbole übertragen werden in eine neue technologische Innovation und sonst am Lifestyle und an der Frage des Warums des Wirtschaftens und in dem Fall das Konsumieren sich nichts ändert. Hier haben wir jetzt ein ganz anderes Beispiel der Narrative des Wandels. Sie sind ausgenommen aus dem Film von Greenpeace, der zu Spenden motiviert. Es ist die klassische Logik, die auch vielen sozialen Kampagnen hinterherliegt.
die klassische Frage, warum? Weil sich etwas vom Schlechten zum Guten ändern soll. Der brennende Wald in einen grünen Wald, das mit Öl verschmutzte Meer in ein heiles Meer. Ja? Dann die typische Kampfrhetorik des Überlebens, das sieht man hier nicht so gut, dass es gezeigt wird, ein Gorilla, der im Schlamm ersinkt und sagt, wir müssen kämpfen. Und dann ist aber die Handlungsanweisung, wie bei klassischen Kampagnen, sie sollen nichts anderes tun, sie brauchen sich nicht zu verändern, sie sollen nicht teilhaben, anders als Geld zu spenden. Ja? Das ist also hier eine Wandellogik, die jetzt im Gegensatz zu Volkswagen und Toyota bereit ist zu sagen, um was es eigentlich geht, um die Frage von Veränderung, von schlecht, von einem Zustand, der nicht wünschenswert ist, in einen guten. Er wird als Kampf tituliert und Greenpeace tritt auf als diejenigen, die den Kampf übernehmen, sozusagen eine Retter-Metaphorik, in denen der Mensch selber, der Einzelne, nur in einer monetären Logik im Was eingebunden ist, am Ende sozusagen 5 Euro im Monat, also auch an einer Schwelle, die nicht wehtut. Ja? Also Teilhabe wird an einem größeren Ziel, einem größeren Zweck versprochen, aber am Wie des Lebensstils des Einzelnen ändert sich in diesen Formen der Kampagne nichts. Jenny, ich habe dich gerade gesehen, wir haben hier wieder ein ganz anders, also sehr anders gelagertes Beispiel von der Initiative Küste gegen Plastik mit einer klaren Vision für eine Zukunft ohne Plastikmüll im Meer. Der auffällig ist hier, dass, wie auch bei vielen anderen Narrativen des Wandels, dass der nicht wünschenswerte Zustand hier bis zu einer sehr auffälligen Form der Ästhetisierung thematisiert werden kann. Es ist klar, was wir nicht wollen. Es ist auch klar, was zu tun ist. Und zwar geht es hier nicht einfach um 5 Euro, sondern es geht um tatsächliche Aktivität, Müll wegräumen, eine App nutzen, um Firmen klarzumachen und dem Einzelhandel Plastikverpackungen nicht zu verwenden. Ja? Also es ist hier klar, sagen, um was geht es? Ja, das Was ist klar. Plastik und es soll verschwinden. Auch das Wie werden sehr, sehr klare Wege der Beteiligung aufgegangen, wo es nicht einfach nur darum geht, wie gesagt, Geld zu spenden oder am Ende ein Auto zu kaufen, sondern um aktive Mitwirkung. Interessant ist an solchen Formen der Kampagne, dass die Frage des eigentlichen Sinns und Ziels nur negativ definiert werden kann. Wir haben hier, wir müssen nachher diskutieren, es geht jetzt nur um diese Ausschnitt aus der Homepage, die ich zeige, zu sagen, was ist eigentlich diese Zukunft? Wie fühlt die sich an? Was ist, wenn es kein Plastik mehr gibt? Ja? Also auch die Frage einer ästhetischen Qualität, eines Strandspaziergangs oder ähnliches. Das Leben im Meer, was ich dann wieder füllen kann, es fehlt hier oder es ist schwierig zumindest auszudrücken, obwohl es wahrscheinlich diesen Kern des Warums sehr klar gibt, wie man ihn tatsächlich fassen kann. Anderes Narrativ wieder von Greenpeace genommen, das sind die Kampagnen, die vorgelaufen sind, vor der, die ich gerade gezeigt habe, hier eine klassische Kampfmetaphorik des Kampfes sozusagen von Gut und Böse und die Darstellung des eigenen Handelns. Ja? Also die Frage des Wie sozusagen steht im Vordergrund. Das Warum, wie gesagt, zwar als eine Kampfmetaphorik angedeutet, aber auch hier sagen, sieht man, wie schwer es fällt, sagen, so, was ist eigentlich die Begründung, dasjenige zu tun. Und auch die Frage derjenigen, die nicht direkt mitmachen, also was ist mit den Mitgliedern, was ist mit denjenigen, die diese Filme sehen, der Teilhabe, auch da teilweise wieder mit Spendenmotiven sozusagen hinterlegt. Das ist die neueste Kampagne von Greenpeace, die anders jetzt gelagert ist, die unmittelbar mit der Frage nach dem Warum des Widerstands ansetzt. What does it mean to resist? Warum machen wir das überhaupt? Ja, dann eine Begründung nach Werten. Ich hatte hier einen Ausschnitt genommen
ein Mensch in der zerstörten Welt eines Brandes und Because Believe in the Value of Life. Und dann die Frage, wie, ist jetzt die Frage nach Mitmachen. Es ist die Frage nach Mitgestalten. Working together, we can make the impossible a reality. Ja? Auch das Warum ist sozusagen immer noch als eine Unmöglichkeit, ja, die sich in Realität wandeln kann. Also eine klare Zukunft, also eine Vision, die nicht greifbar ist, sondern sich sozusagen im Ermöglichung deutlich macht. Und hier sieht man jetzt, dass die Bilder des Widerstandes im Gegensatz zu den Kampagnen, die vorher gefahren worden sind, zeigen sich mit einer Frage, mit einer Bedeutung, mit einer Warum-Frage sozusagen verbindet. An diesen Beispielen will ich deutlich machen, und ihr werdet das sicher auch für eure eigenen Bereiche von Aktivitäten, glaube ich, relativ gut kennen, dass meine These wäre, dass es gerade denjenigen, die Wandel in der Gesellschaft bewirken wollen, schwerfällt, sozusagen diesen Kern des eigentlichen Warums, die also eine Vision desjenigen, was eigentlich geschehen soll, desjenigen, was Zukunft ist, desjenigen, was in einem positiven Sinne Gegenwart bedeutet. Und wir gleichzeitig aus der Narrations- und narrative Forschung wissen, dass genau dieser Transport des eigentlichen Warums eben auch Teilhabe und Mitwirkung hervorrufen kann. Damit komme ich zu der Frage, wie, die uns auch in diesem Symposium beschäftigen, wie vom Warum erzählen, wie schaffen wir Ausdrucksformen. Und ich will erstmal zwei meines Erachtens nicht ganz positive oder auch irreführenden Entwicklungen, sind die ersten beiden Punkte, hier aufgreifen, dass natürlich jetzt diese ganze Frage von Purpose, von Sinn, von Zweck des Unternehmens und gerade sehr, sehr en vogue ist in der Wirtschaft und oft als so ein neuer Leitstern gesehen wird. Also es ist so, als könnte man einfach einen Sinn finden, deklarieren und dann weitertragen. Und ich bin überzeugt, dass Volkswagen, Toyota und so weiter auch genau auf dieser Welle in Zukunft, man sieht, dass es in ihren jetzigen Kampagnen noch nicht gelungen ist, aber sowas kann man natürlich auch wieder instrumentalisieren und sozusagen mit Emotionen, mit Bildern sozusagen einen Purpose suggerieren und damit verkaufen, der es nicht unbedingt ist oder der am Ende nicht wahrhaftig dahinter steht und vieles in der Purpose Economy an Aktivitäten würde ich dann sozusagen auch als ein narratives Washing bezeichnen. Was ich noch meine mit Purpose als neuer Leitstern, dass so gedacht wird, als wäre der Sinn etwas, was feststehen kann, was greifbar wäre, so wie ein Produkt. Und diesem würde ich widersprechen und sagen, der Purpose ist Teil einer Imaginationskraft in dem Sinne, wie ich das bei Castoriadis angedeutet habe. Ich sage, Purpose, also diese Frage nach dem Warum, ist ein Ringen und ein kreatives Ringen um Ausdrucksformen, um das, was tatsächlich in unserer Erfahrung des Lebens liegt, immer wieder neu um Bedeutung zu ringen. Das heißt also nicht, dass dieses Warum zum Verkaufsschlager meines Erachtens werden sollte, sondern das Ringen um Sinn heißt Befähigung zur Freiheit, tatsächlich dasjenige, was einen wirklich antreibt und jenseits zum Beispiel einer Geldlogik liegt, tatsächlich auch in Ausdruck bringen zu können. Ja, also hier würde ich sagen, Purpose hat mit Fragen der Imagination und der Befähigung zur Imagination zu tun und gleichzeitig dann eben zu erklären, wie kann eine Klärung der Frage, warum engagieren wir uns für eine Neugestaltung von Gesellschaft, warum engagieren wir uns für einen neuen Umgang mit Natur, das dann tatsächlich auch in ein Wie der Aktivitäten übersetzen zu können. Ja? Also das wirklich von, wie es beim Goldenen Zirkel gemeint ist, wirklich von innen nach außen arbeiten zu können. Und in dem Bereich will ich jetzt auflösen, warum bin ich auf diesen Titel des Vortrags gekommen. Hier will ich auf einen Unterschied aufmerksam machen, wie ihn Castoriadis definiert hat zwischen Code und Diktion.
Wir sagen, Castoriadis hat, in der Imagination geht es nicht um eine kodierte Sprache, die eine klare Bedeutung im Sinne eines rationalen Sprachgebrauchs hat, sondern die Frage nach dem Warum ist Teil der Imagination, in denen eine Sprache und in den Bildern genutzt werden, die einen Freiraum der Bedeutungsschaffung, ja, also wo es nicht um feststehende Bedeutung geht und nicht um festschreibende Zuschreibung, sondern wo ein imaginärer Raum geöffnet wird, wie Gesellschaft, wie unser Miteinander, wie unser Naturverhältnis beispielsweise sein könnte, mit dem sich Menschen immer wieder, das also nie rational eingeholt werden kann, sondern sagen sich immer wieder neu mit Bedeutung und dann nachfolgend mit Sein in Verbindung zu bringen hat. Ja, und wir sehen zum Beispiel bei Volkswagen jetzt dieses Way to Zero oder Toyota Beyond Zero. Es bleibt, die Benchmark bleibt eine naturwissenschaftliche Feststellung von CO2, die dann mit Bedeutung aufgeladen wird in die Richtung, wie man sie haben will. Aber hier ist was anderes gemeint und ich habe es hier mir erlaubt, der Spruch selber kommt, es ist sehr, sehr alt, kommt aus der jüdischen Tradition des Alten Testaments. Ja, und dass er sagt, also was heißt hier eigentlich, es wird erstmal jeder Logik widersprochen, ja, alle sollen kommen, die kein Geld haben, alle sollen kaufen, die kein Geld haben, die den Preis von Wein und Milch gar nicht zahlen können, also das alles abzulegen, was die eigentlichen Fragen nach dem Wie und Was des Lebens sind, ist also eine völlige Konfusion des normalen Codes der Gesellschaft. Und dann hier jetzt eben die Frage, was wäre sein, wir sagen Berge und Höhe, wir sollten uns so in der Welt verhalten, dass selbst die Natur, Berge und Hügel fröhlich sind, jauchzen und die Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Ja, das heißt, es ist klar, dass die Bäume weder Hände haben, noch dass sie klatschen. Es kann schon sein, dass sie am Rand des Feldes stehen. Ja, aber jetzt zu sagen, was hieße es, tatsächlich einen Sinn des Lebens so zu haben, dass unsere eigene Fröhlichkeit mit Natur geteilt werden kann. Das gehört in den klassischen Bereich der Diktion im Sinne von Castoriadis, wie ich es hier im letzten Spiegelstrich angegeben habe. Das heißt, wie können wir mit literarischen, wie können wir mit erzählerischen Mitteln, wie können wir mit kontraintuitiven Mitteln tatsächlich einen Raum der Imagination öffnen, der nicht eindeutig ist und im Falle wie Toyota, Volkswagen, aber auch Greenpeace nicht zu einer eindeutigen Reaktion, zu einem eindeutigen Wie und Was führt, sondern einen Raum schafft, der dann produktiv immer wieder neu und situationsabhängig auch das Wie und das Was unseres Handelns bestimmen kann. Ja, das also, und hier ist interessant, dass viele gesellschaftliche Gruppierungen, NGOs und so weiter. Wir haben jetzt ja auch gerade das Buch mit Studierenden, mit Lars Hochmann, Geschichten des Gelingens und auch hier gefragt und so weiter, ist die Idee der Rationalisierung auch des eigentlichen Sinns eine klare Idee. Und hier ein Beispiel zu sagen, wie können wir eher auch durch kontraintuitive ästhetische Ausdrucksformen überhaupt einen Imaginationsraum schaffen, was ist eine Welt, in der die Bäume sich mit uns mitfreuen könnten. Anderes Beispiel hier aus einer japanischen Tradition, was im Moment auch immer wieder in Naturfragen genommen wird, auch die Beziehung ins Raum des Menschen zur Natur unmittelbar zu öffnen. Der Mensch sieht die Blume an, die Blume lächelt. Ja, auch das wieder keine klare Handlungsanweisung, kontraintuitiv. Und jetzt sagen, okay, wo ist eigentlich in unserem Naturverhältnis ein Entsprechungsverhältnis, was mit einer Emotion von Freude verbunden ist. Ich will abschließend, entschuldige mal mein Gekrickel, ich sage gleich, was es heißen soll, sagen, bei der Frage, wie wir jetzt zu dieser Imaginationsfähigkeit und damit zu einer zukunftsgestalterischen Perspektive kommen, halte ich eine grundlegende Umstellung der Frage, wo Imagination eigentlich liegt in der Gesellschaft, für entscheidend.
Wenn ihr euch die Theorien von Simon Sinek anguckt, des goldenen Zirkels, dann steht die Idee dahinter, das gelb markiert ist das Individuelle, dass das Warum und Wie sich jeder Kommunikationsform entzieht. Warum? Weil Kommunikation rational sein kann. Das ist das, was zum Beispiel auch in der Verhaltensökonomik dominiert. Und dass das Wie und Warum sozusagen nur aus unserem limbischen Gehirn herausströmen kann, das heißt eben aus dem Unbewussten. Es kann also nicht gestaltet, sondern höchstens entdeckt werden durch bestimmte Techniken. Und es ist von jedem individuell. Ja? Und Simon Sinek geht davon aus, dass die, so zeichnet er das auch, die Zeichnung ist hier abgezeichnet von ihm, sagen, die Wirtschaft, mit mehr anderen Menschen können wir uns nur über den Panzer des Was, also nur über Produkte und Dienstleistungen verbinden. Und andere Menschen begegnen uns erst in dem Raum, der auch von Geld geprägt ist. Ja, also nochmal, die Idee ist hier, es gibt schon ein Warum und auch die Frage des Wies, sie entzieht sich aber der gesellschaftlich gestaltenden Kräfte, weil es letztlich nur eine unbewusste, emotionale Ausfluss eines jeden Individuums ist. Und er stellt sich das im Übrigen so vor, dass es hierarchisch organisierte Institutionen und Unternehmen sind, wo das Warum der wenigen Menschen an der Spitze überhaupt möglich ist, also einigen Unternehmerpersönlichkeiten, und dass das dann unbewusst sozusagen und ohne klare Diktion oder inspirierende Diktion denn den Mitarbeitern übertragen wird und sich sowieso alle Kunden, die Stakeholder und so weiter erst über die Produkte vernetzen können. Ja, und das sieht man jetzt, zu was das führt, an den Werbungen von Toyota und Volkswagen, sagen, am Ende können wir uns sowieso nur mit dem Auto von Toyota verbinden. Das meine ich, dass wir das dringend geändert gehört und dafür setzen wir uns auch in der Hochschule ein. Sie sagen, die Frage nach dem Warum, das Kernbereich des Imaginativen, eine gemeinschaftliche und auch gesellschaftliche Aufgabe. Es ist der Kernbereich des nicht des Unbewussten, Individuellen, sondern eines gesellschaftlich kreativen Bereichs, der jenseits der Rationalität, das ist richtig, jenseits des klaren Codes einer rationalen Sprache, wohl aber andersbewusst gestaltbar und gemeinschaftlich ist. Und meine Vision sozusagen der Ökonomie ist, dass wir die Menschen und alle uns damit sagen, wieder in die Frage der Sinnhaftigkeit uns da verbinden und da dann eben auch um gemeinsame Ausdrucksformen im Sinne des Imaginativen zu sagen wenden. Dafür ein Ausblick zum Schluss, dass wir genau für diesen Bereich und für diese Vision einer Ökonomie, in der Menschen die Frage nach dem Warum wieder teilen und um Ausdrucksform ringen, um denn das Wie und das Was der Gesellschaft und Ökonomie auch grundlegend zu verändern können, bis in den Außenbereich dessen, was noch im monetären Austauschbereich bleibt. Dafür uns einzusetzen, haben wir den Bereich der Imagination in alle Studiengänge hineingezogen, aber eben auch diesen Studiengang aufgelegt, der im Herbst starten wird, Masterstudiengang Ökonomie, Imagination, Zukunftsgestaltung. Und ich habe mir einmal erlaubt, sozusagen abschließend den Sinn einer solchen Veranstaltung zu formulieren. Sagen, es geht darum, eine Welt zu imaginieren, in der Menschen frei sind, und zwar die große Mehrheit, nicht irgendwelche Eliten, frei sind, wirklich gemeinschaftlich diesen Purpose, diesen Frage des Warums in ihrem Sinn zu imaginieren, dass sie dann in dem Bereich des Wie auch die Ressourcen und die Freiheit haben, diesen Sinn auch tatsächlich auszudrücken und dann in dem Bereich des Was auch fähig sind, also und befähigt werden können, verantwortlich dann eben auch das Wie, also die Produkte und die Outcomes ihrer dann expressiven Aktivitäten auch tatsächlich gemeinschaftlich und für die Gesellschaft zu verantworten. Vielen herzlichen Dank.